Und damit wieder ein herzliches Hallo hier aus 7 Days, immer noch hier aus den Westlands. Wie gesagt, die Horde zum Tag 63 ist abgesagt wegen Bodennebel, wegen ist nicht. Ganz einfach, ich mich da jetzt hetzen lasse. Dann mache ich doch mal lieber hier ein bisschen noch was. Ich glaube, da haben wir mehr davon, als wenn ich jetzt nach Hause hetze und dort versuchen würde, auf Krampf die Hordenbase zu machen. So, das haben wir. Ich wollte mir Beete machen. Auch erledigt. So, dann wollte ich draußen mal die Dinger reparieren. Hier, was mich so wundert, ist, dass wir im Gegensatz zu uns zu Hause ganz wenig Schreierinnenangriffe hatten. Ich hätte ja eher vermutet, dass wir hier öfter die sehen, aber irgendwie. So, Geschossspitzen und Patronenhülsen, da kann das schon mal durch. Pfeile haben wir noch. Naja, komme ich noch ein bisschen hin. So, was sagt Essen? Seht ihr, wir können doch bestimmt mal irgendwie da was Leckeres zu essen machen. Naja, nicht wirklich. Was braucht man denn für den Penner-Eintopf? Lasst uns mal gucken. Also vergammeltes haben wir. Mais, ne, können wir wenigstens einmal machen. Bisschen Fett und ein bisschen Wasser. Das ist drin. Ja, zack. Dann koche uns den mal. So, was können wir denn jetzt noch machen? Speck mit Eiern können wir noch mal machen. Ja. Irgendwie liegt alles an die Eier. Wir brauchen mehr Eier, brauchen wir. Aber das reicht. Wir haben ja hier noch. So, zack. Kaffee. Seht ihr? Kaffee, das war wichtig oben. Kaffee anbauen, die Pilze anbauen. Kartoffeln. Nicht, dass ich jetzt irgendwas vergesse. Schießpulver haben wir hier ein bisschen was gehabt. Wenigstens mal noch ein gutes Wasser hin. Da. Ein bisschen Melasse kochen. Da. Gut. Erledigt. Eier rein. Da muss ich mal gucken, ob ich irgendwie mal ein paar Eier irgendwo gefarmt kriege jetzt oder. So. Da. Cool. Pilze sind an der Wand. Schießi. Hier haben wir, hier haben wir. Munition. Schießpulver, Hülsen. Habe ich nun doch ein paar 9mm gebraucht. Ah, guck mal. Wir können jetzt auch Kisten machen. Okay. Das sparen wir ja sogar nochmal. Na dann. Dann lass uns doch die machen. So. Da haben wir mittlerweile genug. Ja, und Schießpulver. Ja, davon kann man nie genug haben. Ja. Erledigt. Hier ging es raus. Hier nochmal Wasser. Und dann setzen wir mal die Beete hier her. Hey, die Beete habe ich gesagt. Dann ist wenigstens das auch gesichert. Wenn das wächst ja so vor sich hin, dann muss ich ja nicht dabei stehen. Gut, erledigt. So, dann ein bisschen Beton zum Reparieren. Sand haben wir. Wir haben Steine. Achso, ich muss erstmal
machen wir so. Ich muss auch mal ein paar Steine da durchwerfen. Dann nehmen wir mal so einen Stapel hier. Zack. Wie lange wird denn da brauchen? Eine Sekunde? Naja. Komm, wir sind in ein paar Minuten unterwegs. Da kann er das nebenbei machen. Da. Ja. Und wie viel Schmutzwasser wir haben. Da. 92 Minuten. Na komm. Nein. So, aber jetzt. Das läuft. So, bevor es losgeht, wollte ich gleich nochmal unsere Fallen hier unten reparieren. Solange hier gerade Ruhe ist. Haben uns ja doch gute Dienste getan. Aber gut, als die Bären hier und Wolfies hier rumgerannt sind, ist so einiges kaputt gegangen. Ich setze einfach neue davor. Die einzelnen reparieren können wir dann später machen. Ist ja nur so als kleiner Schutz gedacht. Wir haben noch 29. Da. Na komm. Da reicht. Ah, das reicht mir. Da los. Zack. Das war natürlich dämlich, dass ich mir das Ding genau im Weg gestellt habe, aber was soll's. So. Nagelpistole brauche ich nicht. Wir essen was. Kaffee haben wir, Melasse haben wir. Wir haben noch Honig, einen. Na dann ab in die Kirche. Weil es immer mal so loskommt hier. Wo ist er denn, die Kirche? Die Straße hinter und dann rechts. Mal gucken. Mitten in der Stadt. Na dann. Ich hab Schild, nicht, dass der ihn umfährst. Rechts, links. Das hier überhaupt. Ach, das ist die Hochzeitsveranstaltung. Ah, ich erinnere mich. Ja, mal gucken, ob wir hier irgendwo durchkommen. Ja. Geht doch gut, ist doch fast im Nahbereich. Hier irgendwie durch. Oh. Sorry. Hier ist was los. Sind sie alle auf der Straße? Da können wir noch ein paar Punkte sammeln. Zack. Vergiss auch nicht, dass du vorher einen Kaffee trinkst. Na komm. Ich bin so herrlich, wie die... die Gute mit ihrem feuchten Lachen. Du sollst es sozusagen heute sein. Okay. Dann tun wir das. Da stehen wir wieder auf. So. Also mal gucken, ob wir die außenrum erstmal eliminieren.
bohren ja so schnell nach. Amen, Didi. Pharmazie. Nicht parken. Oh oh. Hab ich jetzt umgefahren. Dann parke ich hier. Gut. Briefkasten. Hier waren wir schon mal. Aber bevor wir loslegen. Ich spiele ja schon eine ganze Weile. Gehe ich vorher noch mal schnell was trinken. Aber erstmal mach ich den hier weg. Zack. Immer wichtig, also. Ach, das, Oh, hier gibt's viele Bücher, So, dann sehen wir uns hier gleich wieder. Ja, und aus mal ganz kurz was trinken holen, ist eine Stunde geworden. Aber mittendrin war so ein kleines Päuschen, sei mir ja gegönnt. So, aber jetzt müssen wir loslegen, sonst wird's zu spät. Der Tag ist kurz, jeden Tag 2 Folgen. Da muss man sich schon ein bisschen ranhalten. Ist hier was drin? Oh Mist. Dann. Ja. Ist was Besseres drin? Was wir mal gucken können. Kann ich bis zum Auto? Na. Na, aber es geht. Gut, mit den Taschen sind eh gleich wieder voll. Geh weg, das ist mein Auto. Spinnst du oder wie, hä? Geh lieber rein, tu Buße. Gucken wir mal hier rum. Die alle ausgraben. Ich hab eine Schaufel mit. Unfreundliche Nachbarschaft. Das kann ich ja wohl leiden. Will da hier irgendwas klauen? Boah. Wieder ein fetter Touri. Nee. Spuck doch. Ja. Einsatz in Messer erledigt. Mehr Messeraktion muss ich nicht haben. Den Gräbern hier rumturnen ist nicht so sexy. Bitte. Oh. Knochen, ja. Wer hätte in dem Sarg was anderes außer Knochen und Fleisch erwartet, oder? Ja. Naja. Noch ein Rucksack. Hier wäre ich auch rausgegangen, so wie das stinkt bestimmt. Was denn du denn da? Bist du gerade aus dem Grab auferstanden, Mama? Aha. Schade, ich habe nichts zum Zubuddeln. Dass ihr Mann oder Bruder war?
Ja, komm. Da gibt Ruhe. Aha. Gucken wir mal hier rein. Wir waren noch nicht mal drin und haben schon die Taschen wieder voll. Die brauche ich übrigens, hatte ich gesagt. Das Wetter draußen gefällt mir wieder außerordentlich. Oh, guck mal da. Hier ist ein Jasch. Oh, ein Verbrannter. Will ich's wissen? Ist hier überall was drin? Ein Pfeil. Naja. Ja, ich muss jetzt nicht alle ausgraben. Hier wollten wir eigentlich hin. Oh ja, geht so. Ja, ich könnte die jetzt alle ausgraben, aber... Warum habe ich überhaupt keine Schaufel mit? Nee, habe ich jetzt gerade keine Lust. Ja. Bisschen Eisen zum Einschmelzen. Da. Also ihr dürft mir gerne mitteilen, falls es hier besonders wertvolle Schätze gibt, die ich jetzt verpasst habe. Was? Na komm. Und nochmal. Naja, ich wollte jetzt da vorne eigentlich rein, Herr Bär. Das ist mein Fleisch. Spinnst du? Den habe ich mir verdient. Kommt er einfach und will mein Bär wegfuttern. Noch einer von der Sorte. So, nicht zu weit raus. So, komm. Dann witzig, wie schnell die Taschen voll sind. So. Aber jetzt gehen wir endlich rein. Hab ich schon gehört. Spring. Ganze Horte draußen. Ich glaube, ich mache hinter mir zu. Hier ist keiner.
Ans Zumachen ist aber auch immer doof. Ans Zumachen ist auch immer doof. Weil ich will ja schließlich noch weg. Wegkommen wieder. Na komm, schneller. Ja, eigentlich springen tut es nicht wirklich, weil die hüpfen dann im Notfall sowieso hier drüber. Bisschen Lehm. Kann ich mir nachher welche mitnehmen, weil wir brauchen auch noch welchen. Das, guck mal da. Ein Doppelgrab. Haben sich wieder zwei in Grabstein geteilt. So, noch ein bisschen Steine. Aber ich stehe da hier und gräbe die Kirche aus. Reicht. So. Den sind wir schon mal los. Nur solche rum. Ich gehe rein. Mal kommen, was will. Ich gehe rein. Na ja, egal. Los, komm. Wenn die jetzt hier hinter mir reingeschnipst kommen. Noch ein paar Steine für ein paar. Die haben wir. Ah, toll. Jetzt hoch. Ja, komm los.
Komm. Ihr macht meine Steine nicht kaputt. Oh, ein Trop. Ich speichere mir mal, aber hier in der Weltgeschichte rumgeistern muss ja nun nicht wirklich sein. Und schon wieder ein Kratzer. Eieiei, verstauchtes Bein. Ich hab da gar nichts gemacht. Hier noch ein Kaffee. Essen passt noch. So. Klopft da oben schon wieder jemand? Sieht so aus, als können wir da durch. Nicht, dass ich es abkürzen will, aber... Schade. Hätte ja sein können. Was? Ja, ich renn doch schon nicht. Bücher. Was denn hier? Speere und Schlagringe. Irgendwann haben wir doch den ganzen Quatsch mal vollständig, oder? Und nochmal. Elektrik nochmal. Ey, das ist echt zum Heulen. Ich finde alles, nur nicht das, was ich will. Weg und das kann weg. Kerzen können auch weg. Die nehme ich mit. Andalieren da draußen schon wieder. Schlagringe. Ja. Soll halt nicht sein oder so. Hier drüben gibt es nichts mehr. Gucken wir mal auf der anderen Seite. Wird halt hellhörig, wenn da. Hinter einem geklopft wird. Jetzt scheinbar Ruhe. Was haben wir denn hier? Ah, ein Robotik-Drohne Scheinwerfer-Mod. Okay. Macht die dann mehr Licht? Gut. Das kennen wir. Ey, jeglichen Shit finde ich hier, aber nichts Gescheites. Ja. Schrotflinte. Ich schieße gar nicht mit Schrotflinte. Gut, aber wir haben eine Automatik-Schrotflinte. Ist schon mal viel wert. Braucht jemand ein paar Bücher? Ich hätte ja genug. So. Nochmal elektrische. Also mal fast durch. Ein Gewehre. Unterhebelrepetier. Oh ja. Wenn ich mal anfangen sollte, irgendwie Rehe zu jagen, dann kann ich das ja tun. Ist das Ding da oben Messing? Oh ne, da gab es sogar einen Stahlbahn. Ja, ich mache mal kurz zu, dann warte ich mal kurz die 46 Sekunden.
damit wir hier endlich wieder rennen können. So, er hat's geschafft. Er ist geheilt. Ich habe mal schnell noch ein paar Blöcke hergestellt. Und dann. Rechts, links, Mitte. Und hier. Wo ging's denn dann raus? Hier, ne? Okay, gut. Kenne immer deinen Flucht. Bin da oben. Ist das eine Schatzkiste drin? Sehe ich jetzt erst. Ah, guckt. Okay. Ja. Gut, meine Taschen sind dann voll. Aber wisst ihr was? Wir kennen das Spiel ja. Ohne Auskotzkiste kommst du halt nicht mehr an. Gerade die vielen Bücher. Noch so die fremde Munition, die kein Mensch braucht. So, das kann raus. Ja. Ja, komm. Kann man haben. Aber jetzt trinken. Titit. Daneben. Brenn in der Hölle, du Satan! Brenn! Du Ausgeburt der Hölle! Wohl Hulk war ja auch grün. Da war ja nett, meistens. Verrückt, aber nett. Auf die nette Art verrückt. Oder die verrückte Art nett. Boing. Das spritzt uns so schön in die Jahr. Alter. Da hat er beim ersten Mal schon nicht genug. Ja. Ey, lass liegen. Meines, das reizt mich immer. Hier könnte ja irgendwas sein, wisst ihr? Ja. Gut. Eine andere Frage. Es ist ja auch finster ohne Helmlicht. Okay. So, hier waren wir. Mal schnell rein. Wie? Irgendwas atmet hier schon wieder schwer. Hinter den Fässern ist nichts. Ich weiß, in einem POI war das so, dass man das hinter den Fässern ein toller Gang war. Die Pflastersteine wieder raus. Ja. Ja. Ich reise mit leichtem Gepäck. Ah, das holen wir uns auf dem Rückweg. Wir müssen ja eher lang. Da. Klopf, klopf. Ich bin's, der heilige Asmodeus. Oder Asmodeus oder Asmodee.
Dürft mich nennen, wie ihr wollt. Ich bin's auf jeden Fall. Ich komme und bringe euch Frieden. Und klopfe. Na komm, geh weg. Da geht's hoch. Hier aber auch, oder? Klingt schön widerlich, was da draußen los ist. Laufen Sie langsam, hier ist gebohnert. Selbst dran schuld, wenn er während der Arbeitszeit rennt. Hat ihm ja keiner befohlen, oder? Oh, hat wenigstens einen Helm aufgehabt. Vorsicht, hier ist glatt. Die Kirche ist verseucht. Bin ich jetzt sowas wie so ein Exorzist oder sowas? Da ist einer. Zum Treffer. Na? Geh doch. Na toll. Na komm. Ups. Entschuldigung. Ah ja. Das interessiert, glaube ich, sowieso keinen mehr, ob die Kirche kaputt ist oder nicht. Die, die hier noch rumspringen, die wird es weniger interessieren. Wen haben wir jetzt wo geweckt? Da. Runtergefallen. Na kommt. In Kaffee geht noch. Komm doch runter. Eine Pfeife, jetzt musst du da hoch. Ich komme ja schon, ich helfe dir. Wo bist du denn? Mein Name ist, ich bin Arzt, ich komme helfen. Hier irgendwo. Oder auch nicht.
Ich auch nicht. Na, warum rennt sie denn auch weg? Ah. Die Frage ist, warum werden die anderen nicht angezeigt? Ach, eine blöde Schreierin. Da draußen. Die fehlt mir jetzt auch noch. Sind die oben oder unten? Das gesehen, zwei mit einem Schlag. Und wir haben mehr. Ja. Ich komme in Frieden. Ich habe Taschentücher mit. Licht reinlassen hier. Ich glaube, was? Das ist ein blöder Halber. Den treffe ich doch von hier oben nicht. Ruhe. Was man gucken wollte, unten. Irgendwas war doch noch ganz unten. Hier sind wir rein. Da ist noch ein Geschenk.
was zu. Das ist die Tür. Okay. Gut. Jetzt weiß ich das auch. Da, zack. Lass uns mal hochgehen. Dafür. Es fällt auch noch runter. Aha. Halt mal einen Pfeil her. Mal weg. Lass die Tür ganz, ich bin noch nicht fertig. Vor die Kniescheibe. Und auf den Papes. Für mich das Ding erinnert mich ständig dran, dass ich irgendwie meine Punkte vergeben soll. Ich vergesse das immer. Können wir mal riskieren. Du jetzt her? Du warst doch gerade noch nicht da. Hätte ja alle Rucksäcke einstecken. Die waren die auf dem Wandertag. Was ist denn das? Robotikdrohne Frachtmod. Okay, lerne ich nochmal hier. Ja, klar, das könntest du behalten. Oh, noch zwei. Da drüben hinter der Tür.
Da ich wohl so ohne weiteres nicht rankomme. Als ob ich hier drinnen noch nicht genug zu tun hätte. Ihr Kaffee-Ladies, beeilt euch mal. Bevor die anderen hier reinkommen. Apropos Kaffee. Ihr seid gar nicht eingeladen zur Party. Hier. Der Knicken hier kommt er nicht mal rein. Mann. Wie soll ich denn da hier in Ruhe arbeiten können? Die armen Leute da draußen, die sich dann eine halbe Stunde länger den Quatsch angucken müssen. Nee. So, gut. Das haben wir erledigt. Hier sind wir hoch. Ich will noch fertig werden hier. Okay. Da ist zu. Wir sollen praktisch erstmal hier unten lang. Na, gucken. Die haben gut Buße getan. Ja. Man wird ja noch mal hoffen dürfen, oder? Oh, hier, guck mal. Achso, das war die Etage. Irgendwie bewegt sich ja was. Ich hör's. Buch. Kochbuch. Eine Viererpistole aus dem Müll gezerrt. Schießnitrat kann hier bleiben. Da haben wir eine Mine für. Ich würde sogar ein Gebetsbuch nehmen. Spiel, bitte. Ja. Hier rein. Oh. Bibliothek. Wir müssen sowieso was essen. Ich glaube, am Ende habe ich mehr Bücher
Entschuldigung. Verkauft als gelesen. Ah, das könntest du auch behalten. Noch ist ja Ruhe, noch wollen sie ja nichts von uns. War's nicht. Ich bin ein kleines, unschuldiges Schnitzel. Ich bin so klein, mein Herz ist rein. Wollt niemals in der Kirche sein. Du weißt halt nicht, woher die Geräusche alle immer kommen. Sieht immer verheerend da draußen. Muss ich noch aufpassen, dass ich nicht vom Dach falle. Na komm, los, den letzten. Oh, guck mal da. Schon ein bisschen gemein hier, oder? Wenigstens bin ich schon mal nicht runtergefallen. Mal weg, sonst stoße ich mich nur. Upsa. So war das nicht gedacht. Ich wollte mich nicht stoßen, hoch wollte ich trotzdem. Zum Glück haben wir ja ein paar Leitern einstecken. Ja. Mit der Glocke bin ich hängen geblieben. Ja. Loot. Unsere Tasche haben wir zwar immer noch nicht, aber wir können mal gucken. Gestolpert ist es, keine Gegner mehr. UBI da. Messer.
Und nun? Ich muss das gute Zeug rausschmeißen. Stoff und Knochen habe ich mittlerweile genug. Warte mal. Pfeile. Lehm, Stoff. Wo sind die Federn hin? Hätte ich gerade noch ein paar Federn einstecken gehabt? Ach, wisst ihr was? Ist ja auch egal. Komm, das Scrap mal. Brauchen wir nicht. Ja. Wichtig ist ja, was in der großen Kiste ist. Hier ist was zu essen. Ja. Weiß, die Kerzen kann ich rausschmeißen. Aber um neue zu bauen, brauche ich ja wieder was. Und ja, hab da gerade keine Lust. Hier mache ich noch ein paar Pflastersteinblöcke. Zack. Kann hier doch Rest raus. So. Medizinkiste. Naja, war das doch eine. Wow. Sag mal, spannende Runde. Jetzt fast ein Buch vergessen. Ich würde ja gerne ein Foto machen, aber. Es ist so neblig. Na los, kommt. So. Was erwartet uns? Eine ganze Menge viel. Jetzt muss ich wirklich überlegen, was schmeiße ich denn raus? Was kann man denn davon definitiv nicht gebrauchen? Steine schon mal. Das können wir auch rausschmeißen. Komm, dann scrapen wir die, ist auch egal. Bye-bye-Kerzen. Ich habe gesagt, Bye-bye-Kerzen. Das nehme ich natürlich mit. Und dann? Dann lerne ich das einfach. Die. Warte mal, was gibt's denn mal für die Munition? Messing? Naja, ist doch in Ordnung. So. Ja, und die auch noch. Oh gut. Verbände gescrapped. Ich bin da verrückt. Verrückt. So. Zumindest ich brauche immer noch einen Platz für meine Kisten. Lebensmüde ist er auch noch. Voller Vorfreude springt er hier raus. Auf dem Dach rum. Na guck, da ist noch ein. Hast du die Taschen eh voll? Ah. Jupp. Sieht schon gigantisch hier aus. Oh, da freue ich mich drauf. Endlich mal eine Herausforderung. Also nicht wegen dem Schwierigkeitsgrad, sondern eher wegen, wie kriegst du die ganzen Loot-Häme? Eine Woche pro Etage? Naja. lass uns mal schnell die Kiste suchen. Die habe ich dann völlig vergessen. Hier sind wir raus. Ja, ich könnte hier noch rumturnen und weitersuchen, aber wir haben alles, was wir brauchen. Ja, lass uns mal die Kiste suchen. Irgendwo eine Etage tiefer. Waren hier nicht noch so Beichtzimmer gewesen? Hier sind noch Bücher.
Ach, ein Radau da draußen. So, was legt man denn dafür weg? Und wir haben alles raus hier. Ja, Freunde, ihr seht, es ist geschafft. Ich danke euch wieder mal wie wild fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war interessant genug für euch und ihr hattet auch ein bisschen Spaß dabei. Ist dann schon eine Herausforderung, in der Größe dann noch einen Überblick zu behalten. Also einen Überblick darüber, wo hast du denn deinen ganzen Loot versteckt? So, wo war, ging es hier raus? Irgendwo. Hier ging es irgendeine Treppe. Und bei der Treppe ging irgendwo, war irgendwo unten die Kiste. Hier lang. Und rechts und Mitte. Hier ging es runter. Ja, ich versuche mal den ganzen Loot einzupacken. Mal schauen, was wir wie wo wegkriegen. Ich hoffe mal, wir kriegen alles weg. Und dann sehen wir uns wieder zu Hause. Oh, hier noch eine Kiste, habe ich nicht aufgemacht. Schweinerei. Aber hier gewesen sind wir. Naja. Ja, wir sehen uns dann wieder zu Hause. Ich glaube, Händler wird wohl nichts mehr werden. Ich bin aber bemüht, das Zeug irgendwie nach Hause zu kriegen. Mal schauen, was ich im Auto verstecken kann. Weil ich muss den Weg erstmal wieder finden. Und mich da draußen freikämpfen. Ja. Ist er. Was hast du von vielen Donuts essen? Ihr seht, ich habe auf dem die anderen. Hab auf dem letzten Meter noch ein bisschen Spaß. Ich pack zusammen und dann sehen wir uns zu Hause. Na komm. Und wenn wir es nicht mehr schaffen sollten, bevor der Händler zumacht. Ups, nicht so weit. Dann hebe ich das Zeug auf und dann sehen wir uns das morgen an. Würde ich mal so sagen. Macht's am einfachsten. Kiste, oder? Kriegen wir das noch hin? Alles mit? Nicht alles mit. Mal, das können wir hier lassen. Steine lassen wir hier, das nehme ich mit. Wer braucht das schon? Ja, gut. Ich schätze, ich eile. Und dann sehen wir uns vielleicht gleich nochmal beim Händler. Da, bin beim Händler. War das eine Aktion? Die Karre hatte zwischenzeitlich bloß noch 10%. You need some armor? Here's your pay. Weil sie drauf umgeklopft haben. Ja, mein Inventar ist voll. Nimm mal. Oh, das waren Bücher, habe ich schon nicht gelesen gehabt. Naja. Bei der Menge an Büchern finden wir die bestimmt. Okay. Kriegst du beim nächsten Mal. Naja, viel ist bei nicht rübergekommen. Tag 64 geht's weiter. That, my friend, was a fantastic deal. Genau, und wir suchen uns morgen früh eine neue Mission. Ich mache erstmal nachts so ein paar Dinge, die ich nachts gern tue. Und wir sehen uns dann morgen wieder in alter Frische. Like die Folge, abonniert den Kanal, schaltet auf jeden Fall morgen wieder ein. Ihr seht, es ist spannend und abwechslungsreich. Und dann schauen wir, ob wir morgen hier noch
tolle Mission finden. Ich verabschiede mich erstmal. Danke, dass ihr durchgehalten habt. War ja mal wieder extrem lange. Ja, und dann bis morgen in alter Frechheit. Tschüssikowski und bye bye.